Leute, das war absolut furchterregend. In The Mandalorian Kapitel 22 sehen wir eine Menge verschiedener umprogrammierter Droiden. Unter anderem auch einen umgebauten ITO-Folterdroiden des Imperiums, die ja gerne schon mal das ein oder andere Mal vom Imperium eingesetzt wurden, um Informationen aus Leuten rauszukriegen. Unter anderem wurden damit auch Prinzessin Leia in Episode 4 gefoltert. Vor ein paar Jahren habe ich auch auf Star Wars Basis schon mal ein Video über die gemacht und runtergebrochen, warum diese ITO-Droiden so absolut furchterregend waren. Und ich muss sagen, nach den Recherchen hätte ich so wirklich absolut keine Lust, auch nur irgendwo in der Nähe von so einem Droiden zu sein. Und bisher hatte man so Droiden immer nur so kurz gesehen, haben ein paar Werkzeuge rumgeschwenkt, es kam bedrohliche Musik und dann wurde weggeschnitten. Man hat nie wirklich gesehen, was die Dinger wirklich drauf haben. Aber hier wurde jetzt wenigstens mal angedeutet, was für ein Potenzial die Dinger haben. Dieser Droide hat hier definitiv noch nicht 100% gegeben, aber das war alleine schon ziemlich furchterregend, finde ich. Fand ich echt geil gemacht. Wenn ihr aber das Video über diese Folterdroiden sehen und erfahren wollt, was die Dinger eigentlich noch so können, klickt hier auf das Video in der Endcard.